Wir fahren direkt her und da in der Zwischenzeit vertreiben wir uns durch Spazieren gehen oder essen gehen, wenn erlaubt. Und dann fahren wir wieder direkt nach Hause. Also wir machen keinen geplanten großen Ausflug, sondern Highlight ist mehr oder minder Zahnarzt. Ja, da gehen wir zum Friseur, Fußpflege, ein bisschen was einkaufen, ein bisschen bummeln, essen. Für mich ist das ideal, ich wohne gleich beim Hilton, bin beim Münzamt in der Nähe. Ich gehe also dort 5 Minuten hin und wäre hergebracht und dann führen sie mir wieder nach Haus. Natürlich, da man anreisen muss, erwartet man, dass alles schnell über die Bühne gezogen wird. Das geht natürlich nicht immer, aber wir versuchen am einfachsten und am bequemsten, also den Kunden entgegenzukommen. Ich persönlich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Meine Gattin hat eher die zu Hause, also in Wien, die schlechten Erfahrungen gemacht. Und bis jetzt kann ich eigentlich nur das Beste über die Zahnärzte sagen. Also nicht nur, dass preislich sehr interessant sind, sondern auch, dass die Behandlung meine Augen korrekt und ohne Schwierigkeiten erfolgt. Wir haben Patienten aus ganz Europa, aus Deutschland, aus Österreich, aus Frankreich, aus Italien und auch dementsprechend ganz viele Kundenbetreuerinnen, die entsprechenden Sprachen sprechen. Es wird bei uns natürlich Deutsch gesprochen, hauptsächlich. Ich bin also an und für sich froh darüber, dass da diese Grenzformalitäten für uns wegfallen. Es gibt natürlich auch Nachteile, aber das will ich nicht so genau ausführen. Das macht eher die Freiheitliche Partei. Ich finde, die Vorteile sind mit der Grenzöffnung, dass man den Nachbar ein bisschen kennenlernt und dass man das Gefühl hat, dass man wirklich zu einem Nachbar kommt, weil man ist da gut aufgehoben und man wird auch gut behandelt. Also ich kann mich erinnern, ich war vor Jahrzehnten einmal da, da war noch der eiserne Vorhang, noch da war ein bisschen ein angespanntes Verhältnis, da war der Empfang schon an der Grenze etwas abenteuerlich. Jetzt ist das vollkommen problemlos. Ich würde mir wünschen, dass die Grenzen wieder mehr kontrolliert werden. Für uns als Reisende ist vielleicht nicht so ein Nachteil, stehe ich halb. Eine halbe Stunde vielleicht bei der Grenzkontrolle. Aber es wäre Österreich sicherer von der Kriminaltouristik.